Als nächstes kommt Tagesordnungspunkt 2, das 20. Covid-19-Gesetz. Auch da geht es um Kultur, mitunter um Kultur und Kunst. Aber nicht nur, es geht in Wirklichkeit um die Förderung von Non-Profit-Organisationen. Dazu soll ein Fonds von 700 Millionen Euro installiert werden. Gut, wenn das so ist, dann können wir gleich zur Abstimmung gelangen. Wir gelangen zur Abstimmung über die während dieser Debatte eingebrachten unselbstständigen Entschließungsanträge. Antrag des Abgeordneten Thomas Trotzler, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Umsetzung der Stellungnahme der Landeshauptleute zum Kunst- und Kulturland Österreich. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Trotzler, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Kultur ist systemrelevant, Rettungsschirm aufspannen und Zukunftsperspektiven schaffen. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt.